Vielleicht hast du nur zu wenig Vitamin D. Da und drin sein macht dich fertiger. Das weißt du ja. Und vielleicht stresst sich, dass du noch nicht dort bist, wo du sein magst. Aber ich glaube, dass du mit der Zeit da einfach reinwachst. Und vielleicht mach einmal einen Bluttest. Es kann ja sein, dass dir was fehlt. Und meditieren kann auch gut tun. Hör mal, urviel Leute erzählen. Vielleicht musst du dir auch nur einfach ein bisschen mehr vertrauen. Man kann nicht alles gleich wissen. Manchmal muss man auch mal schauen. Und vielleicht siehst du es auch schlimmer, als es ist. Brauchst du einfach nur ein bisschen Zeit für dich allein? Ich glaube schon sehr, das wird vorbeigehen und nicht immer so sein. Vielleicht gibt's auch nichts, was jetzt auf Knopfdruck alles wieder gut macht. Und ich glaube, es ist nur der Leistungsdruck, der uns alle kaputt macht. Ich kenne fast niemanden, der zufrieden ist, ohne dauernd was zu leisten. Das betrifft vielleicht nicht alle, aber sicher doch die meisten. In letzter Zeit ist es dir, finde ich, eh ganz gut gegangen. Aber vielleicht ist es trotzdem gescheit, mit Therapie anzufangen. Und vielleicht siehst du es auch schlimmer, als es ist. Vielleicht macht's dich auch nur fertig, dass die Welt ist, wie sie ist. Und dass man nur glücklich sein kann, wenn man nicht hinschaut und vergisst. Und vielleicht musst du noch mehr deinen eigenen Weg gehen. Es ist nicht so einfach, wirklich zu sich selber zu stehen. Und vielleicht bist du auch schon einfach ein bisschen frustriert. Ich würde das auch verstehen, du hast ja wirklich viel probiert und vielleicht ist es auch nicht so wichtig, wie du es machst. Und es ist schon alles da, was du eigentlich brauchst. Und vielleicht siehst du es auch schlimmer, als es ist.